Hallo ihr Lieben, passend zu unserem Video Ruhrberg im Nationalpark Eifel am Ruhrsee gibt es wieder ein Stellplatzvideo. Wir möchten euch doch zeigen, wie schön man hier steht. Jetzt habt ihr ja schon so viel mitbekommen, dass wir hier in Ruhrberg auf dem Wohnmobilstellplatz am Antoniushof stehen. Jetzt wollen wir euch erklären, wie ihr auch dahin kommt und wie der Platz gestaltet ist. Wenn ihr die Bundesstraße von Aachen runterkommend hier entlang fahrt, seht ihr auch schon das Stellplatzschild ausgeschildert. Folgt dem Schild, biegt rechts ab. Dann seht ihr auch schon das Schild Antoniushof, den dahinterliegenden Antoniushof und den Eisersee. Ihr fahrt diese Straße rein. Sie hat leichtes Gefälle. Fahrt nicht zu schnell, weil es geht direkt hier rechts den kleinen Hang hoch. Und passt auf, die Steine unten sind ein wenig bewachsen. Und je nachdem, wie hoch euer Wohnmobil ist, seht ihr das nicht auf den ersten Blick, dass auf der linken Seite noch so Pöllersteine stehen. Okay, dicke Findlinge. Und dann seid ihr auch schon auf dem Stellplatzgelände. Der Wohnmobilstellplatz am Antoniushof ist ganzjährig geöffnet. Eure Vierbeiner sind willkommen, an der Leine zu führen. Die Stellplatzgebühr beträgt für 24 Stunden 16,50 Euro. Strom kommt separat dazu. Klassisch Nachtruhe 22 bis 6 Uhr oder so muss ich euch jetzt nicht erzählen. Und ansonsten ist der Platz nur für Wohnmobile erlaubt, die über ein eigenes WC und Sanitäranlagen verfügt, da es hier keine Sanitäreinrichtungen gibt. Es gibt eine öffentliche Toilette hier vorne am DLRG-Gebäude, die eventuell aber auch nicht immer offen hat. Der Platz verfügt über 20 Stellplätze. Die Fahrstrecke ist mit Split belegt und die Stellplätze an sich mit Rasengittersteinen. Er befindet sich auf zwei Terrassen, einmal der obere Bereich und der untere. Es ist, je nachdem wo ihr steht, schon mal ein bisschen eng. Wie ihr seht, die Fläche von der Stromsäule bis wo unser Dachmobil steht, ist ausgelegt für vier Wohnmobile. Also wenn es an einem warmen Wochenende, wie wir es auch schon erlebt haben, hier voll ist, stehst du relativ dicht beieinander, so dass Markise und alles andere etwas im Luxusbereich liegt. Jetzt, es war ein regnerisches Wochenende, ist es dünn gesät. Wir haben Sonntagvormittag und es ist herrlich entspannt leer hier. Alle Plätze verfügen über einen Stromanschluss, den ihr gegen die Gebühr von 1,20 Euro pro Kilowattstunde euch nach dem Münzeinwurf dazu nehmen könnt. Einfach eure Nummer auswählen, Stecker rein und vorher das Geld einwerfen nicht vergessen. Wir haben keinen Strom. Wie gesagt, wir können nicht sagen, ob es funktioniert oder nicht, aber wir haben hier von unseren Camper-Kollegen auch keine negative Kritik gehört. Der Stellplatz wird mit einer Gebühr von 16,50 Euro, wie ich euch ja schon gesagt habe, enthoben. Die maximale Stelldauer beträgt 3 Tage. Und bezahlen könnt ihr hier über den Kassenautomaten, wo ihr einmal Münzen einwerfen könnt, beziehungsweise per EC oder Visa-Card zahlen. Aber ihr habt auch die Möglichkeit, die EasyPark-App zu nutzen. Und dann ist das Thema auch schnell erledigt. Den Kassenzettel solltet ihr nicht per App bezahlen, bitte sichtbar in euer Wohnmobil einlegen, weil hier kommt dreimal am Tag das Ordnungsamt mit 2 fleißigen Ordnungshütern kontrollieren, ob ihr bezahlt habt. Per App wird digital gecheckt, ob ihr bezahlt habt, wie wir es gemacht haben, also ist kein Problem. Dadurch gibt es keine Probleme. Wir haben nämlich extra auch nochmal nachgefragt. Und
alles ist perfekt. Es stehen hier auch einige Mülltonnen herum, die zweimal täglich geleert werden. Da kommt auch die Gemeinde, Stadtverwaltung, wie man das auch nennt, und leert sie. Die kommen mit einem Speed und gerappeln hier auf den Platz gefahren. Wer um 7 Uhr noch schlafen möchte, muss sich nicht wundern, wenn es einmal richtig rappelig wird. Aber die Jungs sind so fix, bis du die Augen richtig auf hast, sind die schon wieder weg. Dann haben wir hier. Stimmt allerdings. Ja. Dann haben wir hier die Trinkwasserversorgung. Ihr könnt verschiedene Wassermengen zapfen. Von 144 Liter für 2,40 Euro bis runtergecheckt 6 Liter für 10 Cent. Also könnt ihr hier eure Kanister oder Gießkannen befüllen, wie auch mit dem Wasserschlauch, also entsprechenden Schlauch mit Anschluss ist mitzubringen, direkt in eure... Sehr schwer, Anschluss ist da drauf. Ja. Und entsprechend könnt ihr dann euren Tank befüllen. Dann haben wir hier eine große breite Rinne, wo ihr euer Grauwasser entsorgen könnt. Drüber fahren, ablassen, weiterfahren. Die Entsorgung des Grauwassers, wie auch die Chemie-Toilettenentsorgung, sind im Preis enthalten. Und hier könnt ihr eure Chemie-Toilette in bekannter Weise entleeren und über den Startknopf dann auch das Spülwasser betätigen. So. Habe ich irgendwas vergessen? Nein, ich glaube nicht. Hier vorne ist noch ein kleiner Infokasten, den kann ich euch noch schnell zeigen. Und das finde ich eine gute Sache. Sollte der Platz belegt sein, was eben bei gutem Wetter häufig vorkommt, habt ihr auch hier eine Übersicht über Ausweichplätze, wo ihr alternativ dann hinfahren könnt. Ich empfehle an der Stelle immer Vogelsang. Schaut in unser Video von Vogelsang, dann versteht ihr, warum ich das empfehle. Solltet ihr jetzt neugierig geworden sein und euch für diesen Stellplatz interessieren und wissen wollen, was es in Ruhrberg noch alles so gibt und in der näheren Umgebung, schaut in unsere Playlist. Dort findet ihr das entsprechende Video zu dem Wochenende Ruhrberg im Nationalpark Eifel am Ruhrsee. Fazit zu dem Stellplatz unsererseits ist: ein schöner, ruhiger Platz, der alles bietet, was man braucht an Ver- und Entsorgung. In ruhiger Lage, mit schönen Spaziergängen rundherum und eine wunderbare Kulisse, die einfach nur zum Entschleunigen einen animiert. Wir kommen gerne wieder, ihr hoffentlich auch.